Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Nöhe, Gameplays als Hobby und auf einen Wunsch von einem Florian Marx sind wir unterwegs mit dem Gengar im Online-Rang-Match und suchen den nächsten Gegner. Drei Niederlagen haben wir jetzt hinter uns. Mal schauen, ob auch irgendwann mal ein Sieg kommt mit dem Gengar. Ich meine, mit dem Gengar habe ich online noch nie wirklich viel gewonnen. Der Jason schon wieder, aber diesmal mit Silvaro. Hauptsächlich haben wir mit ihm eigentlich schon immer verloren. Ob ich mit dem jemals besser werde, weiß ich nicht. Roll voll in die verkehrte Richtung. Irgendwie geht der Gengar echt schnell kaputt. Der hält wirklich kaum was aus. Fällt mir jetzt irgendwie bei der Aufnahme so wirklich mal auf. Auf. Warum mache ich immer Hypnoseblick? Ach komm! Immer in die verkehrte Richtung, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Oh, Aufstiegsrunde. Die nahen sollte ist vorbei. Vom Zugucken. Was? Eine Wunder? Okay, na gut. Nächster Kampf. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Glückwunsch, Jones. Aber so eine große Herausforderung bin ich mit Gengar ja eigentlich auch nicht. Amorphis aus Spanien. 34 Siege. Hey, vielleicht könnte ich da mal ein bisschen was landen. So gesehen natürlich auch ein bisschen arm, wenn ich hauptsächlich nur gegen welche gewinne, die auf jeden Fall viel, viel weniger Siege haben als ich. Nein! Nicht doch! Ja! Hey, 1-0! Obwohl das jetzt auch schon wieder knapp war. Deine Attacke war stärker als meine. Mist.
Ich habe einen Kampf gewonnen. Zwar immer sehr knapp, aber ich habe gewonnen mit Gengar. Meine Siege, die ich ja schon habe, die sagen nichts dagegen aus, wie gut ich mit dem Gengar bin. Also von daher kann ich mich freuen, wenn ich gegen jemanden gewinne, der im Gegensatz zu mir nur 30 Punkte hat, also Siege hat. Weil mit Gengar habe ich auf jeden Fall nicht so viele. Juhu! Level 73. Und ein Glücksbonus. Oh, 20.000 Pokégold. Hieß es eigentlich immer Pokédollar? Aber das G kann unmöglich Goller heißen. Okay, sehr schön. Nächster Kampf. Neue Herausforderung. Wen haben wir? Die Lissi aus Deutschland mit Pikachu. Felinara ist total süß. Okay. Ich wette, die kommt sehr gut klar mit dem Pikachu. Ein Sieg ist erscheint ja bestimmt genug zu sein für Gegner. Mal schauen, was das Schicksal uns beschert. Immer von hinten. Warum attackieren die mich immer von hinten? Hey, ich war zuerst mit Greifen. Ich wollte eigentlich weghüpfen. Das sah eigentlich noch so aus, als könnte ich es schaffen. Mal gucken, ob es auch immer noch so aussieht. Aber eins nur für dich, Lissi. Sehr schön. Warum? Ich habe zuerst gegriffen. Irgendwie passt, funktioniert das mit den Greifen nicht so. Das gibt's doch nicht. So, eine Rolle, gutes. 1-1. Jetzt hatte ich mal ein gutes ganzes Limit weg, was so immer so lang braucht beim Gengar, bis es aufgefüllt ist. Außer 40%, die habe ich jetzt gerade wieder gekriegt. Okay. Ah, scheiße. Machen wir es halt so. Hey, ich habe gewonnen. Lissi, vielen Dank. War ein guter Kampf. War schön. Vielleicht läuft man sich ja nochmal über den Weg. Auch dir sage ich, mach dir nichts draus, dass du verloren hast. Meine 100 noch was 60 Siege oder sowas haben nichts mit Gengar zu tun. Mit dem habe ich vielleicht auch nur so 30 Siege oder sowas. Also du warst ein ebenbürtiger Gegner. So, Glücksbonus, sehr schön. Ein Tanktop, wuhu. Brauchen wir nicht.
Okay, das war's mit dieser Folge vom Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Wir haben 3 Kämpfe mit dem Gengar aufgenommen. So, jetzt haben wir insgesamt 6. Mal gucken, ich glaube, ich weiß nicht. Mach mal noch eine? Noch eine Aufnahme mit Gengar? Mit 3 Kämpfen? Schauen wir mal. Bestimmt. Also ich bin von Nö her Gameplays als Hobby und ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin bei mir auf YouTube und mit meinen anderen Let's Plays auch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei anderen Let's Plays und nicht nur hier, aber auch natürlich hier beim nächsten Teil. Ihr dürft mich gerne auch abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn der nächste Teil oben ist. Und auf Wiedersehen und tschüss.